Es ist leider wieder Zeit für so ein Video und damit herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge meines Wochenformates. Heute gibt es keine News. Okay, gibt es das auch ohne Lex oder? Keine Twitch-Fail-Clips, keine Abstimmung über den Clip der Woche. Keine Sorge, das kommt alles wieder im nächsten Video. Heute geht es um die Aufarbeitung des schlimmsten Influencers, den ich jemals gesehen habe. Es geht um Sexismus, Homophobie, Rassismus. Das krankhafte Verlangen, mit allem Geld zu verdienen, selbst wenn Familien daran zerbrechen oder sogar Menschen sterben können. Es geht um Betrug, Steuerschulden, Hochstaplerei, Fahndungen vom FBI, das Manipulieren von Zahlen und um systematisches Lügen. Eigentlich wollte ich niemals so ein Video hier machen. Ich find's krass, dass er einfach Rezo so exposed. Weil das alles ist halt Rezo, ne? Das ist krass. Aber es muss mal wieder so ein Video und damit herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge meines Wochenformates. Heute gibt es keine News, keine Twitch-Fail-Clips, keine Abstimmung über den Clip der Woche. Keine Sorge, das kommt alles wieder im nächsten Video. Okay. Heute geht es um die Aufarbeitung des schlimmsten Influencers, den ich jemals gesehen habe. Es geht um Sexismus, Homophobie, Rassismus, das krankhafte Verlangen, mit allem Geld zu verdienen, selbst wenn Familien daran zerbrechen oder sogar Menschen sterben können. Es geht um Betrug, Steuerschulden, Hochstaplerei, Fahndungen vom FBI, das Manipulieren von Zahlen und um systematisches Lügen. Eigentlich wollte ich niemals so ein Video hier machen. Aber es muss mal wieder aufgeräumt werden. Heute geht's um den Fall Jotta. Digga, kann ich kurz eine aufklären? Wo ist der Typ hergekommen? So, was macht der? Was ist seine Mission? So, warum ist der da? Dieses Video hier ist in 5 große Kapitel eingeteilt. Wer ist eigentlich Bastian Jotta? Ja, von Fake-Firmen über Betrug bis hin zu Hochstaplerei. Abwertende Aussagen gegenüber Frauen. Und holy shit, sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Das glaube ich nicht. Ich gucke viele Montana Black Streams. Kleiner Spaß am Rande. Rassismus und Homophobie. Keine Moral bei Instagram Placements und Werbung. Also ich habe ja im letzten Video schon gezeigt, wie er sich wahrscheinlich Likes und Follows kauft, um sich halt irgendwie in der Relevanz zu halten. Aber wie dreist er bei Instagram Werbung lügt, ey, das wäre eigentlich schon wieder ein ganz anderes eigenes Video wert. Dazu geht es auch um menschengefährdende Profilgeilheit, also... Digga, ich kann nichts dafür, dass das Video asynchron ist, das ist doch nicht mein Verschulden. Wie dieser Mann einfach Menschenleben aufs Spiel setzt, nur um ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Und zum Abschluss natürlich noch das Fazit. By the way, es gibt noch einen Haufen mehr Themen als die, die ich in diesem Video hier anspreche. Wie zum Beispiel seine Freundin... Ich hab nochmal richtig Bock, also ich finde das immer geil, dass wir uns im Internet alle so immer zusammenrotten und dann so einen nehmen, auf den wir alle so draufprügeln. Das finde ich geil, dass es jetzt einen neuen gibt. Ich glaube, ich mache damit so kollektives Mobbing-mäßig. Wenn es einen guten Grund hat, ist das doch... Ah, ein Spaß beiseite, Leute. Ne, sowas unterstützen wir natürlich nicht. Klar, hier sind wir alle reasonable. Feier ich, Digga, feier ich. Endlich mal wieder einer zum Draufboxen, ja. Yalla, gebt ihm alle, gebt ihm. Von. Wieso gucke ich alles auf 1044p? Ist eine gute Frage, Alter. What the fuck? Dieser Frau innerhalb von 2 Jahren in diese Frau verwandelt hat. Und Ayo. Selbst die Gründe, warum RTL und Sat1 ihn dauerhaft von Shows ausschließen, sind so klein im Gegensatz zu anderen Themen, dass ich diese hier in diesem Videothema behandle. Dazu gibt es auch Aussagen, unter anderem von der Tierschutzorganisation PETA, wie Jotta mal einen Dackel gequält haben soll. Okay, jetzt schon unten durch. Als Beweis gibt es halt auch ein Video dazu, aber man kann halt nicht zu 100% sagen, dass Jotta das getan hat. Und deswegen ich würde zu 100% sagen, dass er das gewesen ist. Möchte und kann ich ihn auch nicht dafür fronten, weil ich halt sauber und faktenbasiert arbeiten möchte. Alles, was ihr in diesem Video seht, ist mit Quellen belegt. Wir machen das hier ordentlich. Was aber nicht bedeutet, dass ihr keine kotzreizerregenden Sachen sehen werdet. Los geht's. Zuerst zeige ich euch aber, wer dieser Jotta überhaupt ist und wie er überhaupt zu Geld kam. Jotta oder mit bürgerlichen Jahren Bastian Gilmeier ist ein 44-jähriger Typ, der ein Scheinleben als Selfmade-Millionär in den USA führt. Er hat dann 2016 ein Potsleben aufgebaut und durch sein exzentrisches Verhalten auch dicke Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass auch TAF über ihn berichtet hat. Dort sind dann unter anderem Clips wie diese entstanden. Die Frage ist, wo geht's hin mit dem Roadtrip? Ich habe schon ein paar Ideen. Ich sag mal, der Debbie, das ja alles mit mir führen soll. Okay, Debbie, Mr. Jotta möchte, dass du alles aufschreibst. Ja, ihr habt richtig gesehen, er spricht nicht selber mit seinen Angestellten, selbst wenn diese direkt neben ihm sitzen. Neben TAF war... Das macht aber Sinn. Das mache ich aber auch so. Tobi, sagst du kurz Julius bitte, dass er entlassen ist, ja? Was sagst du? Tobi, redest du bitte mit Julius, dass er entlassen ist, ja? Danke. Dann auch bei Formaten wie Adam sucht Eva, das Dschungelcamp oder auch zuletzt Promis unter Palme mit dabei. Die Sender haben sich aber mittlerweile schon komplett von ihm distanziert und von zukünftigen Produktionen ausgeschlossen. Wie er... Man muss sich überlegen, Digga, wenn sich RTL von dir... Wenn es so ein Sender wie RTL schafft, sich von dir zu distanzieren...
Das heißt schon einiges. 2016 dann zu Geld kam, wusste keiner so genau. Aber ich werde es euch zeigen, weil hier beginnt die Betrügerei schon. Ach, Jutta cool. lernte das Ehepaar Otto kennen und die hatten massig Geld. Auf jeden Fall erzählte Jutta ihnen von einem doch so tollen Technik-Startup, was er besäße. Dieses Startup sollte es ermöglichen, dass primär Rentner mit einer Alexa- oder Siri-ähnlichen KI die Social-Media-Welt mitbenutzen können. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie damals sein ach so gutes Präsentationsvideo seine künstliche Intelligenz erklärt. There are 5 photos from John on Facebook. Here's the first one. Show me the next one. And the next one. Aber sowas reicht natürlich nicht, damit dir jemand 1,6 Millionen Euro Darlehen gibt. Deswegen hat sich Jutta einen Fake-Deal mit Vodafone ausgedacht, welcher seinem Unternehmen 139 Millionen US-Dollar beschert hätte. Nee, das stimmt aber. Also das war wirklich so. Dazu gab es noch einige Artikel, aber es gab nie einen Deal. Das hat er sich einfach ausgedacht. Aber das wusste das Ehepaar Otto nicht, die an Jottas Startup glaubten und haben ihm halt ein Darlehen von 1,6 Millionen Euro beschert. Ja, aber ein Darlehen muss man ja zurückzahlen, obviously, also what the fuck. Jutta hat sich aber, nachdem das Geld in der Firmenkasse war, direkt mal wieder nach L.A. aufgemacht und lebt seitdem dort als Self-Made-Millionär. Von seinem Startup hat man seitdem nichts mehr gehört. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass Jutta betrug. Er gibt sich nicht mal Mühe, nicht als Betrüger oder Hochstapler rüberzukommen. Er gibt sogar Anleitungen zum Betrügen. Bei einer Masche von ihm hat er sich als Google-Spezialist ausgegeben und hat bei super vielen Primär-Kleinunternehmen angerufen. Wie nennt man ihn, den deutschen, wie sage ich das jetzt am besten, ohne dass ich in eine Bredouille komme, hier eventuell abgemahnt zu werden. Der deutsche Nahrungs-Carlson, wenn ihr versteht, was ich meine im weitreichenden Sinne. Gentlemen, Dankeschön. Um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dabei hat er den Unternehmen zuerst Angst gemacht. Glückwunsch, die Kunden finden sie. Aber ihr Datensatz ist nicht verifiziert. Nein. Das erste Fragezeichen, was aufruft, ist, ja, wie verifiziere ich das denn? Das ist ganz einfach. Wenn es nicht verifiziert ist, besteht die Gefahr, dass es sehr bald aus dem Google Search Engine rausgeschmissen wird. Okay. Und dann netterweise angeboten, dass er deren Unternehmen für 150 Dollar verifiziert. Natürlich könnt ihr es auch selbst verifizieren. Glaube mir. Im persönlichen Research und auch mein Student in Österreich, wir haben richtig, richtig Kohle damit gemacht. Cool. Aber damit hört es noch nicht auf, denn Jutta behauptet auch, er hätte so einiges studiert. Er behauptet nämlich, dass er Diplom-Betriebswissenschaftler und Diplom-Sportwissenschaftler wäre und dass er Jura studiert hätte. Ja, und naja, das stimmt nicht so ganz. Jutta, du hast eine Fortbildung an der BSA besucht. Das ist eine Fortbildung. Kein fucking Studium. Und zu deinem BWL-Diplom? Jutta, du warst an der VWA. Dort kann man Fortbildungen besuchen. Aber weißt du, was man dort nicht machen kann? Einen Diplomabschluss. Den bietet die Akademie gar nicht an. Beziehungsweise die Akademie bietet gar keine akademischen Abschlüsse an. Und wo du plötzlich Jura studiert haben sollst, das weiß bis heute auch irgendwie keiner. Also auch hier sehen wir mal wieder Hochstaplerei vom Feinsten. Ja gut, aber ich habe mir auch einen Doktortitel gekauft, ne? Er gibt sich als jemand aus, der er nicht ist. Aber das werden wir dieses Video noch ein paar Mal sehen. Scheiße, jetzt habt ihr ungefähr einen Einblick, wer Jutta so ist. Das sollte bei noch alles kein Front an Jungen sein, sondern lediglich zeigen, um welche Art von Mensch es sich bei ihm handelt. Im nächsten Part geht es nämlich jetzt richtig los. Und Triggerwarnung, es wird unfassbar frauenverachtend und widerlich. Ich find's krass, wie Rezo ihn erzogen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt hat Tim Jacken bald auch irgendwann Cutter. Er ist dann 2 Jahre dabei. Und der macht dann auch Zerstörungsvideos und dann wächst so eine Masse an Zerstörern. Ey, Junge. Rezo guter Vater. Was für Rezo guter Vater. Rezo hat 3 Kinder und zahlt nicht mal Kindersteuergeld. Kindersteuer ab. Genau. Jutta hat ein Programm, welches sich Kingmaker nennt. Dort geht es darum, wie man sich als King verhält. Willkommen zum Kingmaker-Kurs. Au, scheiße, Dicker. Oh nein, Alter, nein. Er nennt es King. Ich würde es eher toxischen, pubertierenden Jungen ohne Selbstwertgefühl nennen. Ich nenne es Cockmaker-Programm. Aber naja, ist Definitionssache vielleicht. Ja, auf jeden Fall geht es dort auch um den Umgang mit Frauen. Und dort entstehen solche Stories. Ich habe nie Alkohol getrunken. Meine Kumpels haben mich früher, wo ich so 18, 19 war, immer ausgelacht. Mhm. Aber ich war der Typ, der ihre Freundinnen nach Hause gefahren hat. Okay, erstmal chillige Kumpels, die du hast, die dich dann ausgelacht haben mit 18, 19. Ist ja korrekt, dass du die Freundin von denen nach Hause fährst, von deinen Homies. Wenn du nichts getrunken hast, ist das ja an sich eine ganz coole Geschichte. Und glaube mir, die hatten was getrunken. Ich sage, hey, ich begleite dich noch rein. Ich möchte nur sicherstellen, dass du die Treppen hochkommst. Hey, wait, komm, leg dich hier hin. Oh ja, hey.
Oh yeah, warte, ich helfe dir mit der Hose. Das geht, ich meine, ich mache das schon. Hey, ich bin einfach... Hallo. Was? 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 Chilliger Kurs, Bro. Chilliger Kurs? Nein, wirklich. Korrekt, danke für die Vergewaltigungsanleitung. Mega chillig, Dicker. Überkorrekt, also überkorrekt. Über, also... Junge, was für ein widerlicher Wichser. Was für ein ekelhafter Wichser. Oh mein Gott, das Jotta Empire. Ach du Scheiße, Junge. Digga, wenn Arnold Schwarzenegger sehen würde, bei wem er da im Wohnzimmer hängt, der würde ihm noch die Wand eintrümmern. Das ist ja unglaublich widerlich. Wird's noch schlimmer, Chat? Sag mir bitte nicht, es wird noch schlimmer. Digga. Oh, hallo. Wahre Geschichte. Jackpot. Mhm. Ja, chillig, eine Vergewaltigung. Sau cool, Bro. Nicht nur, dass du eine Vergewaltigung begangen hast, sondern dass es auch noch die Freundin von deinem Kollegen waren. Absolut nachvollziehbar, dass deine Kollegen dich ausgelacht haben, du minderwertiger Widerling, Alter. Bah, kotzt mich sowas an, diese Toxic Masculinity. Oh, Junge, ich könnte... What the fuck, das kann nicht sein Ernst sein. Er gibt also in seinem Programm den Ratschlag, in Clubs nicht zu trinken, damit du die Freundin von Kumpels nach Hause fahren kannst, chilliger Ratschlag. Um sie anschließend zu bangen. Chillig. Chillig, 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 chilliger Ratschlag. Das ist sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr chilliger Ratschlag, ja. Man kann auch einfach dann K.O.-Tropfen, hat Jotta auch in seinem Programm obviously wahrscheinlich empfohlen. Also, das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch geisteskrank. Das ist doch geisteskrank. Wie kann man denn sowas öffentlich staten und darauf stolz sein? Wie kann man denn sowas als Kingmaker-Programm verkaufen, Digga. Das ist eine Vergewaltigungsakademie. Ey. Junge, Junge, Junge. Richtiger Ehremann, Digga. Aber das ist fast noch die harmloseste seiner Aussagen in seinem Programm. So. Jotta erklärt auch, wie du selbstsicherer und vorbereiteter wirst, sollte dir deine Traumvorbildung laufen. Okay. Aber die Art und Weise, Alter. Such dir B-Ware raus. Nicht die Model-Superstars. Übe mit Übungsfleisch. Übe mit der Durchschnittsfrau. Mir kommt die Kotze hoch. Ja, wer kennt es nicht? Die Durchschnittsfrau, was auch immer, Alter, die Durchschnittsfrau. Junge, bewahre dich vor der Frauenwelt. Frau sein soll, als Bewahre oder Übungsfleisch bezeichnen. Das Wort Übungsfleisch, Digga. Natürlich. Fang mit der niedrigen Ware an, vergeude sie. Ey, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jotta redet natürlich nicht nur über das Frauen kennenlernen, sondern auch, wie du dich beim Bimsen verhalten sollst. Dann ist es mir scheißegal, ob die Frau kommt oder nicht. Wenn die nicht kommt, dann ist es ihr Problem. Ja, Mädchen, warst du zu langsam. Dann war ich nicht zu schnell, dann warst du einfach zu langsam. That's not how sex works, my dude. That's not how sex works. Also, keine Ahnung. Das ist ja gerade die größte B-Ware, die hier aus dem Discounter-Regal gerade zu uns spricht, oder? Das ist doch insane. Das ist doch insane. Das ist doch einfach nur insane. Ist das extra provokativ oder statet er das wirklich, weil er da so hintersteht? Denkt er wirklich, dass das funktioniert so? Junge, 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 Junge. Oh mein Gott, Alter, Digga. Das Problem ist halt, der wird wahrscheinlich schon in seinem Leben Sex gehabt haben. Und wahrscheinlich hat er das wirklich so in seinem Kopf verankert, der Arme. Der Arme, Digga, der ist komplett desillusioniert. Der hat eine schwere psychotische Störung, hat der. Kann ich hier Ferndiagnose stellen? Ey, das habe ich mir mit 15 auch gesagt. Aber mittlerweile habe ich durch eine kleine Feldstudie rausgefunden, dass man Frauen innerhalb von 19 Sekunden eher weniger zum Orgasmus bringt. Und gib Gas! Und wenn noch 20 Sekunden abspritzt und... Okay, sorry. Chilliger Dude. Ein echter King kommt nach 10 Sekunden und zieht dann raus und verpisst sich. Das ist King-Shit. Merkt euch das, Chat. Das ist King-Shit. Sorry, du hältst sogar 20 Sekunden durch. Und sagt sie auch dich? Mädchen, ist dein Problem, wenn du nicht schneller bist. Ey, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Sixten sagt ganz kurz, wie die das sehen. Denn wenn du kommst und sie nicht, hat sie dich gefickt. Danke, Juju, aber haltet eure Kotzeimer bereit.
Und jetzt wird es richtig widerlich. Ich packe mich jetzt hier mit den ein oder anderen. Wirklich, der ist doch einfach ein Höhlenmensch. Einen Ausschnitt deines Kingmaker-Programms rein. Mhm. Und ganz ehrlich, ich weiß bei diesen ganzen Sachen nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde, eine Frau hat drei Öffnungen und wir Mann haben das, Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen. Ich bin einfach komplett sprachlos. Ich bin komplett sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich, der immer irgendwas Dummes sagt, ist sprachlos. Junge, 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 Junge. Was ist mit Ohren? Nase. Nein, jetzt mal. Also, Digga, jetzt mal. Also, das ist absolut. Das ist absolut das widerwärtigste und ekelhafteste, was ich jemals in meinem ganzen Leben von irgendwem gehört habe. Der datet das öffentlich, Digga. Der datet das einfach öffentlich. Das kann doch nicht sein. Kleine Schlampe, ist das, was du verdienst. Ach du Scheiße. Also ich finde ganz ehrlich, eine Frau hat sich einen Arsch zu ficken zu lassen. Ey, mir kommt so hart die Kotze hoch, ne? Das ist das Kingmaker-Programm. Das ist einfach ein Wichser-Programm. Du wirst einfach zum Wichser in diesem Programm. Du wirst einfach ein dummer Wichser, wenn du dieses Programm machst. Imagine, du bist ein normaler Dude, der Frauen respektierst. Du machst dieses Programm und du wirst einfach ein richtig dummer Wichser. Aber was ich mich aber gerade frage ist, das sind alles Aufnahmen, die Jota freiwillig ins Internet gestellt hat. Also bewusst, weil er dachte, das ist gut so, das ist richtig so. Wie redet dieser Mann dann bitte, wenn die Kamera aus ist, wie redet dieser Mann dann bitte hinter verschlossenen Türen? Naja, vielleicht ein paar ähnliche Dinge zu dem, was wir jetzt sehen werden. Wir kommen nun zu skrupellosem Rassismus und ekelhaftester Homophobie. Jota, Regel Nummer 1 zum Showgeschäft eigentlich. Wenn du bekannt sein möchtest, dann achte darauf, dass bei rassistischen Jokes keine Kamera im Raum ist oder, wie im folgenden Fall, im Garten. Der nächste Part ist nämlich, dass Jota sich darüber abfuckt, dass seine neuen Nachbarn aus der Türkei stammen. Er steht mit ein paar Kumpels am Lagerfeuer und dort ist diese Handyaufnahme entstanden. Glaubst du, dass ein Türke nach Döner stinkt, wenn er brennt? Okay. Die Qualität ist nicht mehr gut, du könntest sagen, das ist nicht deine Stimme und du distanzierst dich davon. Aber Jota, schade, dass mir dieser tolle Joke noch aus einer anderen Perspektive vorliegt, wo man ganz eventuell dein Gesicht sogar erkennen kann. Glaubst du, dass ein Türke nach Döner stinkt, wenn er brennt? Das Ding ist, ja. Oh mein Gott, Digga. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Und Jokes in einem freundschaftlichen Rahmen, wo jeder versteht, wer gemeint ist, sind nochmal ein bisschen anders aufzufassen. Bin ich voll und ganz bei euch. Ich würde euch diese Aufnahme auch nicht zeigen, wenn sich Jota im Thema Rassismus oder Homophobie bis heute hin geändert hätte. Hat er aber leider nicht. Ich zeige euch jetzt unkommentiert ein paar Clips und ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Seid ihr Deutsch oder was? Scheiß Mexicans. Aber wir schließen dann einfach mal die Grenzen. Was macht die Merkel? Flüchtlinge, kommt rein. Wir haben Platz. Wir müssen ja hier alle korrekt sein. Ja, kommt rein, wir haben noch Platz. Komm rein. Digga, das ist wirklich die Epitome of fucking Neandertaler, Digga. Der Dude zieht in die USA, zieht in die USA und macht dann Statements darüber, wie die deutsche Politik zu sein hat, obwohl es ihn kein bisschen tangiert. Wie kann man denn so sehr auf den Kopf gefallen sein? Bro, der Typ ist straight up ein Höhlenmensch. Der ist straight up einfach ein Höhlenmensch. Wenn ich dem sagen würde, ey, ich bin Vegetarier, der würde mich töten. Der würde mich töten, weil ihn das angreift. Junge, das ist einfach ein Höhlenmensch. Das ist einfach wirklich ein Neandertaler. Das ist einfach kein voll entwickelter Homo sapiens. Der ist in der Entwicklungsstufe. Ist der noch woanders? Der ist noch nicht so weit wie wir. Der steht in der Entwicklung des Menschen, hat der einfach aufgehört. Der ist nicht weitergekommen. Digga, der Typ ist einfach ein Arc-IRL-Charakter. Der hat die Jawline von einem Arc-Charakter, der verhält sich wie ein Arc-Charakter und der skillt wahrscheinlich auch einfach nur auf Muskelkraft. Digga. Scheiße, Mann. Oh. Kommt alle rein. Mit ihrer beschissenen Scheißpolitik. Unglaublich, was in Deutschland abgeht. Ich schäme mich. Für alle Schwuchteln. Junge. Jeder, der so rumläuft, ist eine Schwuchtel. Alter. Der ist eine devote Arschnutte. Ich komme nicht klar. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Gorilla?
dicker Gorilla ist zu anfeindend. Ich will ja keinem Gorilla fronten. Ey. I'm not a racist at all, please. Ja, nice. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie sich auch nur irgendein Homosexueller oder Ausländer bei diesen Clips offended fühlen könnte. Junge, kann ich mir nicht vorstellen. Junge. Aber eine Sache muss ich gerade ansprechen. Wirklich jeder Pavian am Pavianfelsen mit richtig fett Scheiße am Arsch, der mit Bananen und Kot um sich wirft, hat mehr Anstand als dieser Mann. Ausgerechnet du beschwerst dich darüber, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und haust du in den USA ab. Selber Wirtschaftsflüchtlinge? Weil, was ihr nicht wisst, ja, der liebe Jutta sollte besser nicht mehr nach Deutschland kommen. Weil Jutta hat hier 688.000 Euro Steuerschulden. Es ging mit den Steuerschulden sogar so weit, dass das FBI nach ihnen gefahndet hat. Aber sich darüber beschweren, dass Menschen, die ihr Haus, ihre Familie oder teils ihre komplette Heimat verloren haben, ein sicheres Zuhause suchen. Digga, das ist wirklich so Double Standard sein Urgroßvater. Ich will mich mit dem Thema aber auch gar nicht zu lange aufhalten, weil meiner Meinung nach die ganzen Clips für sich sprechen. So, inhaltlich sind wir jetzt bei der Halbzeit. Ja. Aber vorhin, ich verspreche euch, es scheppert gleich nochmal anders bitte, ordentlich. Es kann doch nicht noch schlimmer werden. Jutta macht halt auch Werbung auf Instagram. Wie 99% aller Menschen, die mehr als 100k Follower haben. Mhm. Aber auch hier schafft es Jutta mal wieder, so hart zu verkacken. Also seine Glaubwürdigkeit hat dieser Mann ja eh schon verloren. Aber wie dieser Junge im folgenden Fall wieder lügt, ey. Es ist so dreist. Jutta hat Werbung für Smile Secret und für Bleach Me gemacht. Kann er von mir so machen. Aber achte mal drauf, was Jutta bei der Werbung für Bleach Me jetzt sagt. Seit Mitte April testen wir Bleach Me und ich kann euch sagen, das funktioniert. Da habe ich jetzt über 2 Monate Erfahrungswerte. Also Jutta sagt ja, dass er 2 Monate Research gemacht hat. Okay. Cool, finde ich stark. Finde ich gut, dass du erst testest und dann dafür Werbung machst. Da bist du Enissa, Leo Maché und wahrscheinlich noch vielen, vielen anderen sogar einen dicken Schritt voraus. Aber dann habe ich eine Frage an dich, Herr Jutta. Warum gibt's Bleach Me erst seit 2 Wochen? Warum sagst du, nachdem Smile Secret und Bleach Me in der öffentlichen Show geroastet worden sind, dann Folgendes? Ebenfalls mea culpa, ich habe für diese Scheiße auch Werbung gemacht. Habe ich mich zu wenig erkundigt. Habe ich vor einem Jahr auch noch die Dollarzeichen in den Augen gehabt und denke mir, ja, ist doch gut. Habe ich mir die Beschreibung durchgelesen, anstatt Research zu machen. Ha, also doch kein Research betrieben und nur die Beschreibung gelesen und nicht getestet? Cool. Dazu macht er auch Werbung für Online-Casinos. Erstmal. Okay, das finde ich aber chillig. Das ist doch chillig. Online-Casinos sind doch chillig, oder? Wir lieben das doch. Wieso riecht hier? Ja, ist auch ein Shit-Move, sowas zu bewerben, an dem schon so viele Menschen und auch Familien drin kaputt gegangen sind. Maybe spalten sich bei ein paar von euch jetzt hier die Meinungen. Aber ich persönlich finde, dass es verboten werden sollte, sowas zu bewerben. Aber was? Es ist verboten, das zu bewerben. Es wurde deswegen sogar schon Strafanzeige gegen ihn gestellt. Und er macht dennoch weiter. Cool. Ich mache mich ja mit ein paar Jokes hier auch über den Jungen lustig, so, ne? Aber das Folgende, was ihr jetzt gleich sehen werdet, holy, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe schon viel menschenverachtenden Scheiß gesehen. Aber das, was jetzt kommt, sprengt wirklich nochmal alles. Menschengefährdende Profitgeilheit, how that? Jutta meinte per Instagram-Story, er hätte ein Wundermittel gegen Corona entdeckt. Und das im April 2020. Ein Antikoron habe ich gefunden. Er hat ein Antikoron gefunden. Er hat das gefunden. Der Typ, der aussieht wie, wenn man bei Ark auf Random Character drückt, der hat das Corona-Mittel gefunden. Der hat das gefunden. Der Typ, der aussieht wie ein Standard-NPC von jedem Skyrim. Der hat das gefunden. Der hat die Heilung für Corona gefunden. Ein Anti-Coron. Er hat's gefunden. Er hat einfach gesucht und hat's gefunden. Ja klar doch, Digga. Der Typ ist ein fucking Fivehead. Etwas, was gegen eine Infektion helfen soll, okay, oder das Risiko reduziert, das soll nur helfen. Möchte ich double checken. Mhm. Wenn dem so ist, werde ich das posten. Das ist natürlich absoluter Bullshit, aber wie er den Shit verkaufen möchte, ist ekelhaft hoch 10. And more than 100,000 people have died around the world from COVID-19. While authorities claim fewer than 200 deaths from coronavirus in the whole of Ecuador. Hey, Digga. Was? 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 Ich finde aber auch den Schutz von innen heraus sehr, sehr wichtig. Und das ist Was? Ist kein Collaboration Deal. Es gibt auch keinen Code. Ich habe einen Hersteller gefunden, der einen Schutz von innen heraus anbietet, durch die Stärkung des Immunsystems. Macht auf mich persönlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe eins für mich bestellt und
Ich habe ebenfalls 100 Flaschen für die Homeless bestellt. Digga, das ist... Du kannst doch... Das ist fucking Scam auf einem anderen Level. Imagine, du gehst einfach hin und sagst, hier übrigens, ich habe hier eine Heilung gegen AIDS, mich selbst gemacht, funktioniert zu 90%, allegedly, hier ist ein Zertifikat von Stanford, vom MIT, ist gar keine Medizinuniversität, ist egal. Als ob man damit einfach davonkommt, gerade in den USA, als würde man dafür nicht eingeknastet werden. Okay, ja, er spielt mit der Angst der Leute, aber laut eigenen Aussagen hat er gar keinen eigenen Nutzen davon, wenn man sich das kauft. Plus, er zeigt ja auch, dass er für $2,000 für seine Homeless People in L.A. auch Flaschen gekauft hat. Ja, lol. Wenn man auf die Seite geht, sieht man, dass das Ganze wie eine Standard-Supplement-Seite aussieht. Black Alpha Ultimate Shredder Pack. Was ist denn das? Für Fitness-Andys eben. Aber wenn man mal ins Impressum geht, wer so hinter der Seite steckt, dann sieht man da... Nein. Den lieben Jota. Nein. So dumm kann man doch nicht sein. Oh mein Gott, ist das dumm. Wie dumm kann man denn sein? Wie kann man denn so unglaublich dumm sein? Ich habe noch nie sowas Dummes gesehen. Das ist einfach nur, das ist grenzwertig dumm, Das ist so dumm, dem sollte eine Medaille verliehen werden. Als dümmster Mann der Welt. Das ist doch... Zuerst dachte ich halt, okay, ist halt ein profikiller Typ, der mal wieder seine Follower angelogen hat. Kennen wir ja. Aber je mehr ich über das Thema nachgedacht habe, desto mehr fing ich an, innerlich zu kotzen. Jota verkauft hier ein angebliches Wundermittel. Er behauptet in seiner Story, dass es sich zu 90% vor einer Ansteckung schützt. Das ist circa derselbe Schutz, den die besten Impfstoffe, die je entwickelt worden sind, anbieten. Ja, ja, ja. Mit dem man sich wirklich sicherer fühlen kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Familie glaubt ihm und kauft das. Sie fühlen sich sicher. Damals gab es ja noch keine Maskenpflicht und so. Sie bewegen sich frei, ziehen ihnen die Maske an, treffen Freunde und Familie. Weil sie halt im Glauben sind, sich ausreichend zu schützen. Und dann stecken sie sich an. Ja, und vielleicht ist bei der Familie auch eine ältere und schwächere Person mit dabei, die die vertraut hat und im Glauben war, sicher zu sein und sich dennoch angesteckt hat. Und maybe hat die ältere Person einen schweren Verlauf und stirbt an Corona. Dann geht der Tod zu 100% auf deine Kappe. Du bist so profitgeil, dass du nicht einmal davor zurückschreckst, dass deinetwegen jemand sterben könnte. Hauptsache, das Geld stimmt. Ey, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus, Betrug, Steuerschulden, Hochstaplerei, Punkt, die Liste ist endlos, ihr habt es gerade gesehen. Alle Sachen, die man irgendwie mit viel Zeit und viel Verständnis der Gesellschaft irgendwann irgendwie vielleicht wieder gerade biegen könnte. Aber dieses menschenfeindliche Verhalten, dass du für Geld sogar über Leichen gehen würdest, dafür habe ich wirklich keine Worte mehr. Kannst du deine Kapuze aufsetzen? Du siehst hot aus damit. Alright. Warum habe ich dieses Video hier jetzt gemacht? Eigentlich wollte ich nur zeigen, dass dieser Jota sehr wahrscheinlich seine Social-Media-Statistiken fälscht, aber das habe ich ja im letzten Video schon bewiesen. Das Problem war aber, dass ich bei der Recherche noch so viel extra Stuff gefunden habe, was ich nicht einfach so stehen lassen konnte. Das hier ist ja eigentlich ein wöchentliches Comedy-News-Format, wo ich euch halt humoristisch zeige, was in der Social-Media-Welt so abgeht. Wenn dann aber ein Jota, der halt auch Teil der Social-Media-Szene ist, sowas alles macht, dann kann und will ich euch das nicht vorenthalten. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass Jota sich ändert. Aber maybe sorgt es dafür, dass es in Zukunft weniger Leute gibt, die auch nur ansatzweise versuchen, ihre Community so zu belügen und ihre Mitmenschen teilweise so minderwertig zu behandeln. Und Jota, ich weiß, dass du das hier sehen willst. Sie können uns eine Liste mit gefühlt 8 Milliarden Dingen aufzählen, die du verändern sollst. Aber Jota, wenn du wirklich was verändern möchtest, dann fang doch mal an, die ganzen Schäden... Statement kommt morgen. Heute um 0 Uhr Statement. Och, dicker Mann, was ist denn... Was ist heute für ein Tag? Ich dachte, heute wäre Donnerstag, Alter. Ich dachte heute kommt dann ein Deutschrap-Video, wo er sagt, wo er seine Gedanken vom Herz rappt, Alter. Erstmal einen Track daraus machen. Digga, das... Ach, Mann. Wenn zu begleichen, die durch dich entstehen. Ich sag's euch jetzt, hat er so einen unangenehmen Instagram-Trailer gemacht mit so epischer Musik, wo dann so gesagt wird, yo, Statement kommt jetzt, bla 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 bla, hat er das gemacht? Aber ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass du dich verbessern möchtest. Ey, das ist ich doch nicht... Ich glaube eher nach diesem Video hier kommen ganz anders weirde Instagram-Stories bei dir, ja, hier, ja, über das Thema. Ja, glaube ich auch. Aber Jota,
Hättest du nicht Bock, mich und tausende andere Menschen eines Besseren zu belehren? Hättest du nicht Bock, dass Leute anfangen, dich zu mögen und nicht nur deine Story gucken, weil sie Fremdshampoo ist, sondern weil du vielleicht auch mal was Cooles machst? Boah, ich würde den gern öffentlich beleidigen, noch mehr als gerade schon, ne? Nur so eine Idee. Und jetzt noch ein Appell an alle Zuschauer. Lasst euch nicht blenden, lasst euch nicht triggern und geht vor allem nicht auf seine Provokation ein. Aber ignoriert ihn auch nicht komplett und weist auf Missstände hin. Und lasst kotzreizerregende Sachen nicht einfach so im Raum stehen. Aber bleibt auch gleichzeitig respektvoll und vor allem nicht beleidigend. Oh, ich weiß, bei so verachtenden Sachen, die man gerade gesehen hat, kann das wirklich schwer sein. Mikrofon ein bisschen lauter. Aber wir müssen uns auf so ein Niveau nicht herablassen. Falls ihr nach diesem Video, by the way, noch Bock habt, mehr über Jota rauszufinden, dann kann ich euch sehr den Instagram-Account JottaHunter3 empfehlen. Er hat mir wirklich super, super viel bei der Recherche geholfen. JottaHunter, wie chillig, Digga, wie chillig. Wie chillig. Fettes Danke, by the way, an ihn. Seine Arbeit ist wirklich insane. Schaut da gerne vorbei. Dazu wundert euch nicht, ich will keineswegs zu einem Zerstörungs-YouTuber oder sowas hier auf diesem Kanal werden. Für mich ist die Jota-Sache hier auf dem Kanal jetzt abgehakt. Und ab nächste Woche wird es hier jetzt besser, wieder ne? meine Wochenshow mit einer Menge Twitch-Clips, News und auch besser Comedy. Besser jetzt, oder? Freut euch, schön. Ich hab da vielleicht schon ein bisschen was im Petto. Und falls ihr Bock habt, das zu sehen, dann abonniert ihr gerne rein, dann verpasst ihr es nicht. Wir sehen uns hier dann Sonntag in einer Woche wieder oder in der Zwischenzeit auf meinem Instagram-Kanal oder so. Seinen Schmutz-Instagram Peace. Ich bin raus. Global Clothing Consumption. So, dann schauen wir mal ganz kurz, was dieser kleine Schmutzfink. Ach, ich bin nicht bei Instagram angemeldet. Ich bin nicht bei Instagram mal angemeldet, Leute. Ich bin nicht bei Instagram angemeldet. Melde ich an, die Story zu sehen. Ja, dann scheiß drauf, Digga. Dann scheiß ich jetzt drauf. Komm. Genug Schmutz. Simex hat eine Ansage gegen mich gemacht. Hat er nicht, oder?